Meine Tante bringt mich um, wenn die das sieht. Riech mal einen Bayern-Taler. Viel zu salzig. Oh Junge, sieht das geil aus. Oh, die Flinte auf dem Schrank, wir jagen den Wildschwein. Ich glaube, das wird das erste Mal, dass wir wirklich komplett drunk sind beim Stream. Ne? Wir haben alles im Griff. Jetzt musst du kotzen. Hi! Hallo, guten Tag! Was geht ab, meine lieben Freunde, na? Boah, Alter, ich sehe heute wirklich echt aus, als würde ich zum Führungsstab von Philipp Amthor gehören. Als würde ich wirklich... Oh ja! Als würde ich wirklich einfach ehrlich Teil der CSU sein. Als würde ich wirklich sagen, so, es ist Wochenende, ich sauf mich jetzt richtig dumm und morgen verbiete ich den Bürgern irgendwas. Geil. Cool. Leute, ihr seht es wahrscheinlich, wir sind in Trachten gekleidet, ja? Wir betrachten uns mal ganz kurz. Daniel, was trägst du denn heute? Ich sehe eine Lederhose. Maison Gucci Lederhose, ein Gucci-Shirt, ein Unterhemd von Prada und Socken. Okay. Von tatsächlich Deutsche und Gabbana. Outfitwert hier in dem Falle 20.000. Ganz nice. Ich bin da ein bisschen einfacher gekleidet. Komplett in Philipp Plein. So, wir machen heute Käsespätzle, meine Freunde. Und das Wichtigste ist natürlich erstmal, bevor wir überhaupt anfangen, ihr kennt das Konzept des Ganzen hier so langsam. Saufen? Wir trinken. Wir trinken, weil ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit unseren Cocktails. Währenddessen wird hier gerade schon das Salzwasser für die Spätzle erhitzt. Da ist gutes deutsches Alpensalz drin, ja. Das sind alles regionale Zutaten, klar. Ich mache mir einen Maracuja-Cocktail. Die Maracuja kommt natürlich aus Unterbayern, wo die Sonne immer scheint, ne? Genau, ja. Yeah. Oh Gott, nein, das fängt schon wieder cringy an. Ich mache mir das nicht gleich wie letztes Mal, Leute. Ich bin da mehr so der fruchtige Typ, der sich gerne mal wirklich schön auf Pina Colada-Basis einen hinter die Binde kippt. Daniel, erstmal Hände waschen, das ist das Wichtigste. Hab ich schon. Das ist egal. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday. Ich schaff's dreimal. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday. Hände sind an der Stelle sauber, Leute. Also ich mache mir wirklich, es ist kein richtiger Cocktail, ich viertel mir einfach eine Limette. Es ist relativ schnell gemacht. Limette hier rein, jeder anständige Barkeeper wird sagen, Maschallah, sagt der Behinderte. Hier kommt auf jeden Fall ordentlich was Limette rein. Dann haben wir Minze. Eine Sache, die ich tatsächlich gelernt habe von einem befreundeten Barkeeper ist, dass Kräuter wie Basilikum, Minze und sowas immer... Die ätherischen Öle müssen geöffnet werden. Das ist kein Witz. Dann kommt da ein bisschen Rohrzucker rein, den wir brauchen bei mir, meine Freunde. Kakacha, ein Zuckerrohrschnaps. So, da kommt hier auf jeden Fall ordentlich Zuckerrohrschnaps rein. Talking about ordentlich. Ja, komm, da geht noch was. Daniel, man muss es nicht übertreiben. Das ist einfach die Hälfte des Glases. Dann kommt da ein ganz kleines bisschen Apfelsaft rein. Und der Rest ist Maracuja-Nektar, Digga. Und das Schöne ist, man merkt nicht, dass man komplett betrunken wird. Ganz genau. Man denkt die ganze Zeit, ich habe eine Fructoseintoleranz. Das ist aber eigentlich der Alkohol, der kickt. Auf einen schönen Abend. Käsespätzle. Eigentlich gar nicht so schwer tatsächlich, wie ich lernen durfte, dank Daniel. Daniel hat nämlich Verwandtschaft in Bayern. Wir brauchen Weizenmehl, Eier und ein wenig Butter für den Teig. Nee, und das... Butter nicht für den Teig, Salz nee? Für den Teig. Okay, Salz für den Teig. 500 Gramm werden jetzt erstmal an der Stelle hier auf ganz... Wir werden wahrscheinlich ein bisschen Wasser nehmen müssen, weil Vollkornmehl immer ein bisschen mehr Wasser zieht. Daniel, das sind sehr gute Infos. Also, 5 Eier kommen da rein, müssen die getrennt werden oder nicht? Nee, für den Nachtisch müssen wir die nachher trennen. Also, die bleiben zusammen, nicht so für eure Eltern, Leute. Das war wirklich unangebracht. Wow. Das war wirklich, wirklich unangebracht. So. Nimm eine flache Stelle. Nee. Doch, klopft auf einer flachen Stelle auf, das ist einfacher. Wir können so ein richtiges Kochtutorial draus machen, ne? Ja, aber das ist doch super. So. Jetzt salzt den Teig mal gut. Kommt aber nicht nur eine Prise rein, oder? Kommt gut was Salz. Ja, also ihr seht, Leute, 5 davon, 5 Eier, 500 Gramm Mehl und dann ein bisschen Salz da rein. Das reicht dir ganz spannend, Mann. Nee, nicht mit den Händen! Warum? Weil das dann wieder so endet wie beim ersten Versuch. Du hast die ganze Scheiße zwischen den Fingern und ich... Nee! Dann knetest du? Nein, keiner von uns knetet. Das musst du mit dem Löffel rühren. Oh Gott. Okay. Wir haben einen klumpigen Teig, der definitiv... Nein, ja, ich... matschiger werden muss. Es gibt echt ein paar Leute, die mitkommen. Ihr werdet genauso reinscheißen wie wir. Wahrscheinlich nicht, nein. Die Leute werden was Blends besser machen als wir. Ich möchte Ergebnisse auf Instagram sehen, ganz wichtig. Markiert uns beide gerne darauf. Der junge Mann hat übrigens auch Instagram und ist auch seit kurzer Zeit Single. Oh, du bist so ein Arschloch! Pfizer auf Instagram, F-E-U-Y-S-E-R. Unbedingt mal reinschauen und in die DMs sliden. Es der gibt nur Dad-Jokes oder bescheuerten Scheiß. Meine Tante bringt mich um, wenn die das sieht. Ja, das sieht aus wie... Das ist halt ein dicker Batzen Scheiß. Das ist einfach ein dicker Batzen Scheiße, mehr nicht. Mehr Eier. Da schreibt einer mehr Eier. Jetzt sollen wir mehr Eier zeigen oder sollen mehr Eier in den Teig? Oder da ist irgendwas nicht richtig, was du da machst. Ja, komm, pass auf, dann nehmen wir noch ein Ei. Schmeiß mal noch ein Ei da rein. Hör doch mal auf den Chat zu hören, Alter. Der Chat kennt sich voll aus. Nein, kann ich nicht mal einen Abschluss. Natürlich. Das ist eine dumme Idee, oder? Mehr Eier. Achso, mehr Eier zeigen. Ja. Ich hab Bäckerabschluss, Kappa. Das gibt's nicht mal, das Wort. Bäckerabschluss. Ich finde der super. Disgusting. Nein. Okay, ja, guck mal jetzt. Ich schmeiß auf jeden Fall mal einen Ei noch rein. Guck mal, das sieht besser aus. Es wird. Also es wird nicht gut, aber es wird. Das sieht wirklich einfach aus wie Kuhscheiße. Das ist einfach das Ekligste, was ich jemals... Jetzt mach das doch... Jetzt, Digga, es ist einfach du machst es schlecht. Es ist einfach nur widerlich. Du machst das schlecht, das finde ich nicht gut.
Also du machst. Ich trinke lieber, Alter. Ja. Also Leute, falls wir übrigens nachher Pizza bestellen, ne, dann wisst ihr, dass dieser Versuch gescheitert ist. Also Leute, wir befinden uns aktuell bei dieser Konsistenz. Wir hätten einfach kein Vollkornmehl nehmen sollen, das ist auch richtig dumm. Wollen wir Milchwein tun? Komm, wir tun mal einen Schuss Milchwein. Alter, das ist so eine Scheiße, die wir hier machen. Du musst überzeugt sein von dem, was Stop, du tust. Stopp, rein, Digga! Das muss so ein... Junge, das weiß ich noch. Es muss ein flüssiger Teig werden. Der muss ja nachher von alleine durch die Poren dort von der Reibe laufen. Ja, wie gesagt, Fäuser ist Single. Du bist so ein maximal unangenehmes Arschloch. Darf man Arschloch sagen? Natürlich darf man Arschloch sagen, Alter. Boah, Junge, ey, ich krieg hier Karpaltunnel-Syndrom davon. Ich brauch mehr Wasser. Wodka rein, da. Ja, reicht. Zum Thema ASMR. Tobi, lass den Mund zu. Ey, Junge. Jetzt muss der wie lange stehen bleiben? Jetzt muss der 15 Minuten stehen. In der Zeit können wir die Zwiebeln schneiden. Dann alles klar, der Teig wird jetzt 15 Minuten stehen. Beweg dich kein Stück da weg, sonst kriegst du auf die Fresse. Jetzt können wir den Käse reiben. Wir haben jetzt bitte nicht im Chat Enrage gehen, okay? Wir haben einmal, ja? Also wir haben diesen richtig harten Bergkäse, der ist auch wirklich, Digga, der riecht wirklich, der riecht einfach wie die Abfalltonne im Altersheim, Digga. Oh, Junge, mach ihn zu. Einfach nur ekelhaft, aber... Der muss da rein. Wir nehmen einfach einmal Gouda, weil er noch da war. Wir nehmen quasi dreimal verschiedenen Käse. Und man kann da eigentlich fast alles an Käse nehmen, würde ich jetzt mal einfach behaupten. Je nachdem, nee, also wenn man natürlich originalgetreu kocht, natürlich nicht. Ah, das Ding ist halt, du... Aber wenn ich jetzt zum Beispiel keinen Bergkäse oder Ziegenkäse oder weiß ich was mag, dann kann ich auch von mir aus Mozzarella nehmen. Dann ist es zwar ein bisschen wässriger und ein bisschen fettiger, aber es würde in der Theorie halt gehen, ne? Bah, Alter, riech mal einen Bayerntaler. Bah, ist das eine Kachpe. Eine was? Eine Kachpe. Alter, kannst du mich mal so ein bisschen in deine... In meinen Sprachgebrauch? Ja, in deinen Sprachgebrauch einführen. Ja, jeden Freitag meckert Revi Daniel an. Ja, ist echt so. Und jeden Freitag ist das Essen gut. Jeden Freitag ist es akzeptabel. Wenn ich mich gemeckert hätte... Jeden Freitag ist es akzeptabel. Du hältst jetzt dein freches Mundwerk. Jetzt wirst du hier so dreist. Jetzt reicht's. So, hier haben wir nämlich jetzt die geile Pampe, Leute, ja? Chat, ist das A, Zement vom Bau, B... Man, wie man einfach merkt, dass du keine Ahnung von Zement hast. Erbmasse. C, Spätzleteig oder was kommt nach C? F? Ja. Also ein bisschen flüssiger hätte es noch gehen können, aber drück einfach nochmal eine Ladung rein. Die Masse macht's. So, und jetzt kannst du... Kleines bisschen. Wow. Ja, deswegen, es ist noch nicht ganz... Aber wir meinen jetzt so Knöpfle, ne? Können wir auch machen. Aber ich sehe Spätzle lieber. Ja, guck mal, so ist halt auch geil, ne? Also das sind quasi Knöpfle. Sieht actually gar nicht so verkehrt aus, oder? Achtung! Und geraspelt und gehobelt wird die in den Topf und die Knöpfle kommen rein. Ja, das mir doch den Kopf. Und es ist Durchfall, den wir machen und es schmeckt so unglaublich gut. Der Fäuser, der ist Single, das tut ihm gut. Schreibt ihm auf Instagram FEUYSER. Geil! Die Knöpfle. Schmeiß die da rein, dann können wir da einladen. Sieht jetzt so aus, die kommen jetzt hier in den Topf hinein. Das sieht halt aus wie Müsli, ne? Ein bisschen. Müsli, miam. Probier an. Mach mal. Die sind geil. Ey, wir haben es wieder hinbekommen. Nice. Blase! Boah, Digga, die sind tamm salzig, die sind viel zu salzig. Echt? Ich hab dir gesagt, nicht so viel Salz. Halt dein Maul. Wer essen versalzt, ist verliebt. Ja, wir haben mittlerweile auch Gefühle füreinander entwickelt. Ja. Da knistert's! Wir gehen jetzt quasi hin. Wir haben jetzt hier mehrere Ebenen Käse und der Plan ist jetzt, dass die Nudeln quasi direkt darin schmelzen. Der Käse. Ist das so richtig, wie man das macht? Funktioniert das so? Oder wird das nochmal separat gekocht? Dein Cocktail ist fertig. Boah, Junge. Ja, ist halt, ne? Alkohol. Klar, es sind jetzt Vollkornknöpfle, aber es sieht schon echt nicht schlecht aus. Boah, Junge, sieht das geil aus. Das wird ein richtig satisfying Moment jetzt, wenn ich jetzt hier drüber kippe. Boah, guck mal, wie der Käse sich zusammenzieht. Der hat richtig Angst vor dem heißen Wasser. Siehst du das? Rein in die Olga. Das ist echt nice, wäre. Was? Ich möchte nur anstoßen. Oh, schön. Wenn du dich endlich nicht so anstellen würdest beim Trinken. Einfach mal männlich einen Cocktail trinken. Sehr gut. Mann, und Sauerbraten, Tobi. Hol die Flinte aus dem Schrank, wir jagen ein Wildschwein. Okay. Mitten im Wald. Ich hab eins. Pack in die Pfanne, das Schweinehund. Bitte nicht so nah mit der... Entschuldigung, jetzt müssen wir die Pfanne desinfizieren. Na toll. Also Leute, falls ihr euch wundert, wo wir die Rezepte her haben, ist es meistens erster, zweiter Treffer bei Chef Koch oder Familienrezept. Wir haben das uraltes Familienrezept, also quasi, also von der Oma. So altes Familienrezept. Wir müssen erstmal vier Eier trennen. Dann? Ich verstehe sowieso Eier trennen an sich. Verstehst du nicht sehr gut, ja? Dann mach's mit den Händen. Ja. Also, Eigelb, Zucker, Salz, Vanillezucker in einer Schüssel Schaumig rühren. Eier sind getrennt in den letzten beiden Beziehungen.
Yeah. Okay, der war auch an dich. Ja, ist in Ordnung, komm. Maschallah, Baby! Das Ding ist, Leute, ich habe kein richtiges Schneebesen, sondern nur so eine Prothese von so einem Typen, der keine Hände hat, wo dann sich so ein Schneebesen als, ist ja egal. Hey. Ich glaube, das wird das erste Mal, dass wir wirklich komplett drunk sind beim Stream, ne? Das eine Ding passt nicht mal hier rein, das ist von einem anderen Mixer. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich hab nur einen. Hier, ich hab nur den. Als ob. Probier den anderen. Probier bitte den anderen. Bitte. Probier bitte den anderen. Komm schon. Nee. Okay. Sorry. Oh Gott. Ach komm. Das ist dieses ASMR, von dem man so viel hört. Ah, Leute, es tut mir so leid. Der Junge ist voll entbesoffen, der geht ins Badezimmer zum Mixen, das ist echt insane, nice. Guck mal bitte, steif geschlagen, ohne dass das geklungen hat, als hätte irgendwer irgendwie einen, Dein Vater wurde von deiner Mutter damals auch... die gucken zu. Steif geschlagen. Ist Tobi kleiner als Revi? Tobi ist kleiner als Revi, ja. Komm her. Corona-Abstand. Jetzt mach mal den Problem. Ja, okay, komm, ich zieh die Schuhe aus. Das sollte hohen Schuhe an. Also von der Seite sieht es ein bisschen aus, als wäre Revi ein bisschen größer. Ja, aber. Du bist entlassen, weil du gelogen hast! Nach Tisch. Nach Tisch. Ja, was machst du da? Jetzt kommt er rein. Bist du dumm, Alter? Das muss da schnitten werden. Ja, das wird zerrissen und erst wenn es da drin ist. Weißt du was? Guck mal bitte, wie gut es aussieht! Lass mich es einfach machen, komm. Was machst du denn die ganze Zeit? Ich hab Marzipan. Achso, du hast Marzipan. Leute, ich schneide jetzt den Marzipan. Nee, wir wollten nur einen Marzipan machen. Ne? Dann, Leute, ich bin fertig. Achso, für die Leute, die gefragt haben, was wir trinken. Wir trinken einen Old Fashion in einer bisschen abgewandelten Version. Normalerweise kommt der Bourbon rein. Da wir beide keine großen Bourbon-Fans sind, nehmen wir rum. Bourbon! Und weil es leider einen gewissen Bitterlikör erfordert, den wir auch nicht gefunden haben, weil es halt aktuell nicht wirklich einfach ist, hinzufinden, nehmen wir einfach irgendeinen billigen Kräuterbitter, was halt auch passt. Ich wohne 20 Minuten von so einem Laden entfernt. Es ist einfach wirklich nur purer Alkohol, ne? Ja, es ist purer Alkohol mit ein bisschen Zuckersirup. Ja, wir müssen das zerreißen. Voila, sieht das anders aus als das? Ja. Sieht... Ja? Du Kachpe, ich hab das nicht mal zerrissen. Was für Kachpe? Ich hab dich hops genommen. Guck mal, Digga, das ist genau das Gleiche. Ich hab dich hops genommen. Was schmeißt Scheiß du da eigentlich? Marzipan in den Flammkuchen. Jetzt verteil das doch. Verteil es doch. Wie verteilen? Ja, weil nachher reinmachen, das bringt nichts. Ich würde später nochmal alles reinpacken. Du hältst doch mal. Hör doch auf! Koch jetzt! Hör doch auf! Und ich finde es sau cool, dass ich einmal der besten Freund hier begrüßen darf. Ich habe nicht gesagt, fass mich an. Aber man muss sich halt trotzdem. Achtung, guck mal da siehst du es jetzt. Ah. Es ist so gut. Die Knöpfe brennen, aber das ist kein Problem, weil wir haben alles im Griff. Ja, heute essen wir nur Nachtisch. Ja, heute gibt's Marzipan roh. Aber ich bin lost, ja. Achtung, lieber Chat, jetzt. Wir wollten Zwiebelfritzen. Wir haben eine gute Sauce gemacht. Wieso machst du immer wieder dieses Scheißfeld an? Ich mach's immer wieder aus. Ja, ach so, du machst das aus. Ich mach. Hol mal ganz deine Waden raus. Ich schwöre euch bei alles. Bei alles. Ihr habt noch nie solche majestätischen Waden gesehen. Ich kann die halt nicht locker lassen. Doch, diese ja. Waden an. Leute, das ist wirklich insane. Der Junge hat wirklich 12 Generationen von in seinen Waden. Also, die sind da drin. Boah, Digga. Mm. Da ist einfach Power hinter. Weißt du, was ich meine? Ich möchte an der Stelle erwähnen. Daniel ist frisch getrennt. F-E-U-Y-S-E-R auf Instagram. Das ist eigentlich der Handschuh, wo ich Akani mit immer bürste. Aber es geht ja auch, oder? Heiß! Versuchen. Ja. Oh. Ah. Spätzle, Leute, ganz ehrlich, 10 von 10. Die sind überbacken jetzt ein bisschen, die sind lecker, die sind käsig, die sind geil. Jetzt. Achtung, Schnittlauch, Bay. Von der Frisur kommt's hin. Real Talk. Leute, Ripp am Arsch. Ich find's nicht schlecht. Pass mal auf, ich mach jetzt einfach mal Folgendes. Du musst es umrühren. Oh mein geil! Gott, Junge! Maschallah, sagt die hübsche Spätzle. Das verstehe ich noch immer nicht, aber das, was er sagt. Ey, Digga, ich glaube, es ist Leute, das ist ja wohl das geilste, coolste Essen, was ich jemals gegessen habe. Boah, Junge, Alter. Bist du ready? Ja. Cheers. Chin-chin. Leute. Nimm deinen Drink. Also. Ja, wir haben es geschafft. Auf 2 Promille Minimum. Okay, pass mal auf. Nachtisch? Ohne Scheiß an denjenigen mit der Zwiebelsoße.
Es ist geil. Gar nicht so verkehrt, ne? Ja. Wir dippen einfach mal kurz den Nachtisch rein. Ich dippe mit den Fingern. Also Leute, ohne Scheiß. Puder Zucker drüber. Erste Woche war gut, zweite Woche war besser. Jetzt ist gerade 10 von 10. Es ist wirklich, wirklich, wirklich lecker. Du hast 8 Promille. Es ist nicht, Alter, mach den Mund auf. Lecker. Mhm. Obwohl du keinen Käse magst, jetzt musst du kotzen. Habt ihr sehr gut gemacht. Leute, es war eine Freude, mit euch zu streamen. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.